der Kälte kommt man nirgendwo hin. Ohne ihr Geld kommt man nirgendwo hin. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine mächtige Stimme von dem Thron hier, die da sprach: Siehe die Städte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Schmerz, noch Geschrei wird mehr sein. Ich will dem Durstigen zu trinken geben, aus der Quelle des Lebenswassers. Umsonst. Ohne ihr Geld kann man nirgendwo hin. Und er zeigte mir den Strom des Lebenswassers, klar wie Kristall, vom Throne Gottes und des Lammes ausgehen. Mitten auf dem Platz und zu beiden Seiten des Stromes wachsen Bäume des Lebens. Die tragen 12-mal Frucht. Jeden Monat bringen sie Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts mehr geben, als unter dem Bann von Gott. Und wer durstig ist, der kommt. Und wer will, der nehme das Wasser des Lebens. Ohne ihr Geld kann man nirgendwo hin. Ohne ihr Geld kann man nirgendwo hin. Ohne ihr Geld.